Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Time to Do. Die Zeiten ändern sich. Viele Menschen bekommen das jetzt ganz extrem mit durch die Situation, die wir im Moment im Außen haben. Was passiert mit uns, immer wenn Situationen auf uns zukommen, die wir nicht kennen? Haben sich die Menschen angewöhnt, in die Angst zu gehen? Es gibt aber auch einen anderen Weg. Nur, wir wissen, wenn schlechte Dinge kommen, ist es die Frage, wie weit spüren wir uns, wie weit sind wir in unserem Herzen, um dagegen nicht in Resonanz zu gehen. Aber wir haben auch Menschen auf dieser Welt, die uns helfen können, neue Wege zu gehen und zu erkennen, wer und was wir eigentlich sind. Ich habe das große Vergnügen heute, von unserem Studio hier in Aarburg mich mit Mexiko zu verbinden, mit der Aurena Agathe Fohler. Hallo Aurena, hallo. Ich freue mich mit dir zu sprechen. Hallo Norbert, servus. Du, wir haben ein fantastisches Bild, wir hören dich gut. Du sitzt wo? Wow, ich habe echt eine lange Reise hinter mir. Also ich bin ja eigentlich Allgäuerin, bin halb Sri Lankanerin, war in Sri Lanka letztes Jahr, bin dann nach Hawaii und jetzt bin ich hier in Mexiko, im Tulum und umgeben von den Pyramiden und Zenoten. Das ist ja spannend und was für tolle Orte. Aurena, in deiner Mail habe ich gelesen, 21.12.2020 Sternensaaten aktivieren, der Aufstieg in 5D körperliche Symptome. Jetzt sind das alleine schon lauter Worte, wo wir mindestens eine Stunde drüber reden könnten. Ich würde es dir überlassen, ja. Führe mal unsere Zuschauer in das Thema hinein, so wie du es tun würdest. Also eine kleine Einführung. Also ich bin mir sicher, also erstens freue ich mich total, dass ich hier ja, bei dir in der Sendung sein darf. Und ja, jeder spricht von 2020 und jetzt haben wir den 21.12., wo wir eine ganz bestimmte Sternenkonstellation oder Sternenkonstellationen haben. Ich bin keine Astrologin, aber ich recherchiere immer gern und ich kriege ja, ich bin ja Seherin, Heilerin und Medium und ich kriege ja immer auch Informationen. Und ich schaue mal, dass ich mich so von den News und solchen Sachen fernhalte, dass es dann einfach echt ist. Für mich ist es immer wichtig, dass die Dinge echt und authentisch sind. Und dann kommuniziert die Natur immer mit mir und dann ist es immer genial. Und wir haben ja, ich bin mir sicher, dass die Menschen gehört haben, oh, der Wandel, die Veränderung, die neue Zeit, 5D. Aber was ist denn 5D? Für mich heißt 5D einfach ins Herz gehen, in der Liebe sein zu sich selber, sich verbunden fühlen mit seinen eigenen Emotionen und die nicht mehr wegzudrücken. Also wenn einer das fünfte Element angeschaut hat, wenn nicht, dann schaut es euch mal an. Es geht nicht nur um Feuer, Wasser, Erde, Luft. Es geht im Haupt, also der Hauptpunkt ist die Liebe und es ist fünf, das fünfte Element, 5D. Und die Schumann-Frequenzen sind ja da, das heißen viele Sonnenstürme, hohe Energien. Aber da können wir dann genauer drauf eingehen. Dankeschön für die Einführung, Aurena. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Ich möchte mal die Zeit ein bisschen zurückdrehen auf den 21.12.2012. Von diesem Tag haben sich ja viele Menschen unglaubliche Dinge erwartet. Manche haben gesagt, da kommen die Außerirdischen und holen uns ab. Andere haben gesagt, ab dann beginnt ein neues Zeitalter. Sie haben sich das vorgestellt, als wenn irgendein großer Finger den großen Schalter umlegt und alles ist toll. Das war aber nicht so. Wo sind denn die Menschen da auf dem Irrweg? Oh, da stellst du mir eine Frage. Ja, das stimmt. Also wenn zu mir jemand sagt, Mann, Aurena, wann ist denn der erste Kontakt? Wann sehen wir denn die UFOs? Dann sage ich, oh Mann, die sind doch schon lang da. Ich meine, die ganze Welt spricht davon, die Aborigines, die Hawaiianer, die Mayas, die wissen alle von den Plejaden, die wissen, also man nennt auch die Seven Sisters, die sieben Schwestern. Man sieht es auch super klar am Himmel. Und die UFOs waren schon immer da oder die Außerirdischen. Man muss es halt sehen wollen. 2012, ich weiß das noch ganz genau.
die Welt geht unter. Und davor 2001, da war ja auch so eine ganz spezielle Sonnenfinsternis. Die Welt geht unter. Und ich jedes Mal, oh mein Gott. Ich habe dann, ja Gabi, was machst denn du? Und ich so, ja, ich mache halt mein Ding. Ich mache halt etwas, wo mir Spaß macht. Und 2012 war ich in Sri Lanka. Es war definitiv ein Wandel, weil die Menschen, ich weiß noch ganz genau, ich bin ja im Allgäu geboren, 1980. Und ich bin mit Meditation aufgewachsen, mit Yoga, mit Ayurveda. Und wir mussten das geheim halten. Und wir durften nicht drüber reden, weil es wurde gleich als Sekte verpönt. Also es war einfach ein Tabuthema, ja. Und dann war ich ganz lange im Ausland, 7 Jahre. Und ich muss immer sagen, das war für mich wichtig, weil ich bin eine Sternensaat. Ich hätte das, glaube ich, in Deutschland oder in Europa, ich sage immer, ich wäre sonst eingegangen. Und als ich zurückkam, das war 2010, da haben die Menschen sich geöffnet für die Spiritualität. Und 2012 war so ein ganz großer Wandel. Das war so Yoga, Meditieren. Die Menschen haben sich geöffnet. Und das fand ich schon wichtig. 2012 war schon wichtig, definitiv. Also heißt das, das war wie, ich sag mal, ja, vielleicht ein Startpunkt, können wir das nennen, wo die Zeitqualität sich anfängt zu ändern. Jetzt gibt es ja auch, du hast jetzt ein paar Mal das Wort 5G, also für die Zuschauer, sie meint nicht 5G, das ist ein Mobilfunknetz, mit 5D ist die fünfte Dimension gemeint. Und D wie Dora. Ja, genau, das muss man immer dazu sagen. Und jetzt ist es ja so, dass Menschen da eine ganz eigene Vorstellung von allem haben. Und wenn du von Sternensaat sprichst, wenn wir von einem neuen Zeitalter sprechen, dann möchte ich mal noch einen Satz dir zuwerfen, der da heißt, sei du die Veränderung selbst, die du dir in der Welt wünschst. Wie schwingt das denn mit der gesamten Veränderung? Da könnte ich heulen, das berührt mein Herz, weil es geht nur um dich selber. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Radioshow und dann sagt zu mir jemand, ja, aber die Welt ist doch voller Krieg und Kindermissbrauch und dies und jenes. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich ihm eine kleine Geschichte erzählt von mir persönlich. Und ich mache es kurz, ich möchte nur kurz erzählen, einfach so wie mein Leben ist. Ich habe, also was für mich ein ganz wichtiges Buch war und ich lese nicht viel, weil ich einfach glaube, dass mein Wissen oder ich bin der Überzeugung, dass das Wissen immer von innen kommt. Wir haben eine innere Stimme und ich habe damals als Kind das Buch Celestine gelesen, die 9. Prophezeiung. Und seitdem habe ich für mich, war das ganz wichtig immer, ich sage, im Auge des Hurricanes. Wir hatten hier 2 riesengroßen Hurricanes und wir mussten im Haus bleiben, keiner durfte raus und ich wusste aber, es ist alles gut und ich war wirklich im Auge des Hurricanes. Und es war Stille, absolute Stille, es war nothing, gar nichts. Es war genial und ich habe es genossen. Und was heißt denn im Auge des Hurricanes, was heißt denn bei dir zu sein? Es heißt, in deinem Herzen zu sein. Mit dir und deinen Emotionen, mit deinem Gefühl im Körper zu sein. Viele meditieren und gehen dann aus dem Körper raus. Das ist eine ganz alte Energie. Die aufgestiegenen Meister, die ganz alten, die haben immer geschaut, dass dann die Erdenergie hochgehalten wird. Aber für uns ist es wichtig, im Körper zu sein, auf der Erde, zu wissen, was wir gerade fühlen. Und wenn wir das machen, können wir die Zeitlinien verschieben, wir können die Realität verschieben. Und zu der kleinen Geschichte, ich weiß noch, wo ganz viele Flüchtlinge kamen oder wo das jetzt mit dem Covid war. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen. Das heißt, wenn du eine gewisse Ausrichtung hast, und das heißt, bei dir zu sein, dann ist es genau so, wie du es dir erschaffen hast. Dann sind wir die eigenen Erschaffer, um das einfach kurz zu formulieren. Das war sehr schön ausgedrückt. Dankeschön. Aber es zeigt mir ja, und du bestätigst das mir, wie viele andere Menschen, die sich sehr mit den geistigen und Entwicklungsthemen beschäftigt haben, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ich sag mal immer, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Wer bin ich? Was bin ich? Und warum bin ich hier? Ist das im Moment so eine Sinnkrise, die vielleicht über die ganze Welt läuft?
Ja, also der Unterschied zwischen 2012 ist, dass viele Menschen sich geöffnet haben für die Dinge. Also ich sage immer, ich bin offen für alle Möglichkeiten. Nur weil ich denke, das Geld kommt durch meine Arbeit, heißt noch lange nicht, dass es so ist. Es kann zu mir kommen, indem ich es auf der Straße finde. Ich kann ein Geldgeschenk bekommen. Ich kann im Lotto gewinnen. Ich kann es durch eine Arbeit erhalten, das mir super viel Spaß macht. Es sind alle Wege offen, wenn wir offen dafür sind. Und 2020, also das ist ja auch die zwei, das ist das Männliche, das Weibliche in sich, ja, die Familie, also das innere Kind, die innere Frau, der innere Mann, im Gleichgewicht zu sein. Und jetzt ist es so dieses auf Augenhöhe, ja, dieses, man hat ja auch Atlantis, Lemurien, wo das Ungleichgewicht war, wo das Männliche sehr stark war. Und jetzt aber wieder mal sich so von Herz zu Herz, von Auge zu Auge, von Seele zu Seele sich wieder sieht. Und das ist aber ganz wichtig, wie will ich denn jemand anderen erkennen, wenn ich mich selber nicht erkenne? Also fange ich an, oh, ich habe Rückenschmerzen. Vergangenheit, Rücken, Bürde, ich muss eine schwere Bürde tragen. Okay, mir tut das Knie weh. Ah, ich habe Ängste, nach vorne zu gehen. Ja, warum habe ich denn das? Oh, ich unterdrück meine Wut. Das tut mir aber nicht gut. So, einfach mal so, so zu erkennen, hey, wer bin ich denn? Was ist eigentlich mit mir los? Was fühle ich denn gerade? Will ich das überhaupt, wo ich bin, was ich mache? Ja, das ist so die Wahrheit. Ja, was sagen die Medien? Ist das echt oder manifestiere ich meine Welt, was ich höre und sehe, oder kreiere ich sie mir so, wie ich es in mir fühle? Ja. Ich spüre das ganz groß im Moment, genau das, was du sagst. Und immer wieder kommen Menschen auf mich zu und die stehen wie an einem Scheidepunkt. Die haben ihr bisheriges Leben, ich sag mal, das war ja sehr vom Außen geprägt. Das heißt, wir haben letztendlich uns eine Welt erschaffen, die uns alle Annehmlichkeiten heute bietet, die wir uns vorstellen können. Eins haben wir vergessen: uns in dem Moment innen auch weiterzuentwickeln. Wir haben unser Wesen vergessen, um das Außen zu bauen. Aber jetzt merke ich immer mehr, das Wesen klopft immer mehr an. Und anklopfen heißt, mir kommen plötzlich Gedanken oder Einfälle in den Kopf, die hatte ich früher nie. Wenn ich in Kommunikation mit Menschen bin, merke ich plötzlich, dass das Thema der Ruhe und der Gelassenheit viel schneller zum Erfolg führt als Belehrung, Druck und Anweisung. Sind das alles diese neuen Zeitgarantien, wo wir sehen, dass alte Systeme nicht mehr funktionieren? Ja, definitiv. Also mir kommen die Tränen einmal vor Freude und einmal vor, wie sagt man einfach, Erinnerungen aus der Kindheit. Ich bin in einem Ort aufgewachsen, wo ganz viele Sudetendeutsche sind. Und es sind wunderbare Menschen. Mein Papa ist Sudetendeutscher. Der ist geboren 1929. Und ich sage immer, ich bin so dankbar, weil ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo der Gartenzaun lila und grün war, wo die Wände blau und lila waren. Und mein Papa war so der Spinner, ja. Und wir waren so die Außenseiter, weil meine Mama natürlich im bunten Sari daherkam aus Sri Lanka und alle haben gesagt, ja, spinnen die? Was sind denn das für Zigeuner? Und das ist natürlich, das tut weh, wenn man sowas hört. Und die Menschen sind damals in braun, grau und schwarz rumgelaufen oder vielleicht weiß, wenn es hochkam, vielleicht rot. Und heute, ich habe mir echt gestern noch einen Kopf gemacht. Ich habe mir gedacht, Agathe, kannst du das anziehen, was du heute anziehst? Was werden denn die Leute sagen? Ja, so Glaubensmuster. Und dann habe ich das erste Mal, was ich normal nie mache, habe ich einen Freund geschrieben, habe gesagt, hör zu, ich habe die unterschiedlichen Kleidungsstücke. Was sagst du? Und dann hat er sofort gesagt, Mann, zieh doch das an, die Kombi. Und das war genau das, was ich wollte. Und dann habe ich gesagt, Mann, Agathe, spinnst jetzt, weißt du, so dieses. Du kannst doch machen, was du willst. Und die Menschen lieben das, wenn jemand authentisch ist. Also was ich jetzt immer höre ist, Agathe, du bist so authentisch, du bist so echt. Und es tut den Menschen gut. Wenn ich weine, dann weine ich, weil es echt ist und weil es jemand anderem hilft, auch sich zu öffnen. Wie soll denn jemand sich öffnen und echt sein, wenn ich das selber nicht kann?
das hilft doch der Menschheit, wenn wir uns alle öffnen, weil dann können wir uns sehen, wie wir sind. Dann müssen wir uns nicht mehr verstellen. Dann brauchen wir nicht 5 Autos vor der Türe und sagen, oh, wie toll ich bin, oder flieg in den nächsten Urlaub, zahl einen Haufen Geld, damit ich dann deutsches Essen in Mexiko habe. Das ist die Echtheit, das ist die Wahrheit, das ist dieses so zu sein, wie man ist. Und das ist, ich finde wirklich, es ist toll, einen Mann in einer Uniform zu sehen, ja, also ich als Frau, klar. Aber ist es nicht schön, wenn ich jemanden sehe und viele Menschen sehe und jeder ist so ganz anders? Ich liebe es, wenn Menschen anders sind. Ich liebe es. Unglaublich, ja. Also, was jetzt eine ganz tolle Aussage war, dieses mit den Tränen. Und als du das gesagt hast, sofort hat der Norbert in sich reflektiert. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Also von meiner Struktur, ich bin jemand, der marschiert immer geradeaus. Lässt sich nicht aufhalten und ich laufe auch durch Wände, wenn es sein muss. Aber in letzter Zeit, also ich möchte mal sagen, in den letzten 2 Jahren, ist mir aufgefallen, dass wie als wenn mein Herz sich befreien würde von einer harten Struktur. Und plötzlich sehe ich Szenen, zum Beispiel in Videos. Vor kurzem schickte mir einer einen Video, wo Zusammenschnitte drin waren, wie Mütter, also Tiere, die Mutter sind, mit ihren Kindern, also ihren Fohlen, ihren Babys, umgehen. Dieses Video war 10 Minuten und nach 2 Minuten fingen mir an, die Tränen runterzulaufen, weil mich das so berührt hat, dass Tiere mittlerweile liebevoller mit ihren Kindern umgehen wie wir Menschen. Und das hat in mir so eine Reaktion hervorgerufen. Unfassbar. Woher kommt das? Wieso ist das plötzlich so? Früher kannte ich Weinen überhaupt nicht. Also, letztes Jahr um die Zeit war ich in Hawaii. Und wenn du in deiner Herzenergie bist und es kommt von ganz, ganz tief innen, okay? Es passieren Sachen, wo du sagst, das sind Wunder. Aber Wunder sind für jeden erhältlich, sind für jeden offen, sind für jeden da. Immer, 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 immer. Man muss nicht dieses, ich möchte ein Wunder, ja, und dann sagt man, es ist doch nur ein Wunder und es kommt ganz selten. Nein, es kommt tagtäglich immer wieder. Ich wollte 3 Wochen nach Hawaii Urlaub machen. Und Hawaii ist teuer. Also wenn du eine Unterkunft willst, also unter $200, also wenn du Glück hast, $60, ansonsten alles $200 mehr. Es kam Covid. Ich konnte 10 Jahre nicht nach Hawaii und dann war ich zur richtigen Zeit dort, weil ich die Geduld auch hatte. Und habe eine Unterkunft gekriegt, ein Haus am Meer, an der Lava, für $700 für einen ganzen Monat. Wow. Mietauto, super günstig. Und jetzt das Glück im Unglück, ich habe ein Mietauto gehabt, das hat mehr gekostet, bin zurück zum Flughafen, habe mir gedacht, warum muss ich jetzt so viel zahlen? Die Frau hat mich eigentlich verarscht, aber der Frau bin ich heute dankbar, weil ich bin zurückgefahren, habe gesagt, ich gehe zu einem anderen Händler. Dann hat sich das überschnitten mit der Kreditkarte. Es war Vollmond, es war eine Mondfinsternis. In Sri Lanka waren alle meine Freunde Knockout, weil an Vollmond ist alles geschlossen. Also jedes Mal an Vollmond in Sri Lanka, meine Freunde, die feiern. Und dann habe ich die nicht erreicht, ich habe die Bank nicht erreicht und ich saß am Flughafen im Kleidchen, mir war eiskalt. Ich konnte das Handy, ich konnte es nicht aufladen, weil ich kein Ladegerät habe. Bin zu einem älteren Mann und habe gesagt, bitte, das war ein Techniker, der hat am Flughafen gearbeitet, hat gesagt, bitte, kannst du mir ein Ladegerät geben, mir geht die Batterie alle, ich sitze hier fest, ich kann nicht weg, die Kreditkarte hat sich überschnitten. Der Mann hat mir Essen gebracht, was zu trinken gebracht, hat mir ein Ladegerät gebracht und jetzt kommt der wichtige Teil zu dem Thema Tiere. Er hat mir einen Flug besorgt nach Maui, wo ich 2 Tage war. Ich wusste nicht, was in Maui ist. Er hat mir eine Unterkunft besorgt, weil er das alles super günstig kriegt. Er hat mir das geschenkt und er wollte nichts von mir. Und dann war ich in Maui, treffe 2 Frauen aus meiner Gegend, aus Augsburg, und die sagen, Mann, Agathe, das ist gerade Walfangsaison, die haben Babywale.
Und ich so, was? Jetzt weiß ich, warum ich in Maui bin. Und ich war genau am Meer, bin am nächsten Tag in der Früh aufgestanden um 7, bin raus, die ganzen Wale mit ihren Babys, wir im Boot. Und dann habe ich angefangen, so aus mir zu singen, zu summen, ja. Wow. Und dann kam der Wal so in my face, da hoch. Ich so, und dann der Bootleiter, er so, ja, also wir dürfen ja nicht zu den Walen, aber wenn die Wale zu uns kommen, dann ist es in Ordnung. Ja, vielleicht ist es die Farbe von dem Boot. Und ich musste so in mich hineinlachen und habe mir gedacht, die Wale gehen einfach auf das Singen. Und gestern war ich mit den Tauchen, ja. Ich war mit den Haien tauchen, die schwanger sind. Und der Hai ist über meinen Kopf mit seinem schwangeren Bauch und hat meinen Kopf berührt. Und Wow. ich so, ich bin berührt worden. Und ich habe null Angst gehabt, weil ich weiß, wenn ich in meinem Herzen bin, spüren die Tiere, die spüren das. Und die kommen zu dir. Die Katze kommt, egal wo ich bin, die kommen zu mir ins Haus rein. In der Wohnung rum, schlafen und gehen wieder raus. Denken, okay. Es ist, die Tiere sind so genial, ich liebe sie. Sie sind absolute Herzebene. Ein Punkt, den du auch wieder gesagt hast, und alles, was du erzählst, versuche ich immer so meine Erfahrungen dazu zu reflektieren, die ich mit den vielen Menschen mache, mit denen ich täglich im Kontakt bin. Und schau natürlich von dem, was du sagst, auch, wie ist das, wie nehme ich das denn wahr? Und gerade das, was du mit den Tieren gesagt hast, habe ich exakt die gleiche Wahrnehmung. Plötzlich kommen die Tiere her zu dir, sie spüren, dass du in deinem Herzen dich verändert hast und immer mehr dich wieder mit der Natur verbindest. In der E-Mail, die ich von dir habe, Orina, stehen noch drei ganz spannende Themen drin. Wir sind ja gleich mit der ersten Hälfte unserer Sendung durch und da steht zum Beispiel: Woher weißt du, dass du eine Sternensaat bist? Was ist eine Aktivierung und was um Himmels Willen ist die Lichtsprache? Wie ändere ich meine Zeitlinie? Das sind natürlich erstmal Begrifflichkeiten, die viele Menschen überhaupt nicht kennen. Zum Beispiel das Thema der Zeitlinien. Also ich weiß, was das ist, aber auch noch nicht sehr lange. Aber viele Menschen da draußen können damit überhaupt nichts anfangen. Schön wäre, jetzt haben, glaube ich, die Menschen und ich auch verstanden, wo und wie du zu Hause bist. Du bist der Mensch, der bereits diesen Schritt aktiv lebt, der weiß, wer und was er ist, der so in seinem Herzen ist, dass er diese Reflexionen, diese Resonanz unserer Mutter Erde aus der Schöpfung heraus klar und deutlich wahrnimmt und somit auch seine Erfahrungen in Liebe weitergeben kann. In dem, was du für Fähigkeiten hast, merkst du das auch so, dass es deine Aufgabe ist, die Menschen zu informieren und vielleicht zu begleiten? Also, einmal das Thema, ja, ich bin liebevoll, ja, ich bin im Herzen, absolut. Natürlich habe ich meine Ängste, wenn ich sage, ich habe keine, ist Quatsch, absoluter Quatsch. Mit den Haien gestern, null Angst, weil ich kann sagen, ich bin mutig, weil ich in meinem Herzen spüre, go, you can go, also mache ich das, zack, und dann bin ich mutig. Ich weiß, dass ich ein offenes Herz habe und dass ich sehr viel gebe, aber das ist wichtig. Ich bin nicht immer nett. Ich bin nicht immer freundlich. Wenn jemand energetisch versucht, von mir Energie zu ziehen, das spüre ich sofort. Und dann bin ich pumpig. Und dann sagt jemand, ja, warum bist du jetzt so? Ja, ganz einfach, weil du mir Energie ziehst und weil ich auf sowas keinen Bock habe. Ich habe auf so einen Käse keinen Bock. Und dann sage ich das. Gestern waren wir in einem Restaurant und dann waren neben uns ein Pärchen, die haben nur von Geschäft geredet, waren super laut, es ging nur ums Geld. Und ich so, hey, also weißt du, voll laut, hab dann so, jetzt kommt mal wieder runter, wir sind hier an dem Strand, es ist wunderschön und ihr seid super laut. Und dann haben die sich sofort entschuldigt. Es war dann interessant, weil der Mann auch aus Sri Lanka war. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ist interessant, wie sich die Energie von jedem Land auch unterschiedlich entwickelt. Ja, ich bin eine Sternensaat, weil es gibt so kleine Punkte als Kind. Also, das hört sich jetzt echt verrückt an, gell? Aber man ist,
für mich halt. Ich habe meine Eltern angeschaut und habe gesagt, ich habe dann auch geheult und gesagt, ihr seid nicht meine Eltern. Und ich gucke natürlich meine Mutter an mit ihrer dunklen Hautfarbe, ich gucke mich an, ich gucke meinen Papa an, ich meine, da sind es meine Eltern. Aber es war so, die sind so anders wie ich und die werden sich gedacht haben, mei, unsere Tochter, die ist so anders wie wir. Oder was ich dann gemacht habe, mei, ich bin dann nachts immer heimlich rausgestichen auf die Straße, gell? Und habe einfach den Sternenhimmel angeschaut und ich wusste nicht, das heißt Plejaden, ich wusste nicht, das heißt Orion. Und meine Tante, die kam zweimal im Jahr zu Besuch, die hat mich dann ausgesplossen, gell? Die hat dann die Tür zugemacht und ich musste mitten in der Nacht klingeln, dass ich wieder ins Haus konnte. Habe ich einen Anschiss gekriegt. Du triffst ja die Jungs. Und ich so, nein, ich saß einfach auf der Straße und habe die Sterne angeguckt. Die hat mir das nicht geglaubt. Die hat gedacht, ich hab's denn nicht alle. Ja, dann habe ich die Sterne angeguckt und ich wusste, wenn ich die Sterne angucke, egal in welchem Land ich bin, ich fühle mich zu Hause. Ich wusste, dass die Konstellationen eine Bedeutung haben. Ich hatte nur keinen Namen dafür. Und dadurch wusste ich, dass ich ein Sternensaat bin. Ich wusste immer, dass ich anders bin. Ich war im Kindergarten und ich konnte die Gedanken und die Emotionen und die Energien von meinen Mitkindergärtner, wie sagt man denn, meinen Mitkindern? Der anderen Kinder, konntest du spüren. Genau, konnte ich fühlen und spüren. Mhm. Und es war für mich super heftig. Ich habe mich dann ganz oft schnell zurückgezogen, weil ich gespürt habe, dass die Menschen mich komisch gefunden haben. Und es war für mich so immer, ich ziehe mich zurück. Und ich muss echt sagen, dieses 2020, dieses Covid ist für uns Sternensaaten geschenkt, weil wir jetzt alle rauskommen, weil wir sagen, hey, ist alles super. Und die anderen, die in der Angst leben, die verkriechen sich. Und wir sagen, ja, yay, Party. So. Aber genau das ist ja der Punkt, Aurena. Ein wichtiger Punkt ist, wie gesagt, dieses Thema Zeitlinie. Was bedeutet das? Bin ich auf dieser Zeitlinie immer gefangen? Kann ich sie vielleicht wechseln? Was steht da dahinter? Und dieses Thema, liebe Zuschauer, das behandeln wir gleich nach der Werbung. So, meine Lieben, wir sind wieder zurück. Ich bin im Gespräch über das Internettelefon verbunden mit Mexiko, mit Aurena Agathe Fohler. Die Agathe hat uns im ersten Teil viel berichtet über ihre Erlebnisse, über das Thema, wie wir uns fühlen und was sich in den Zeiten verändert, was zwischen 2012 und 2020 alles passiert ist. Und dass wir heute vielleicht am größten Wendepunkt der menschlichen Geschichte stehen und viele wollen das noch gar nicht sehen. Und dann hat die Aurena Agathe auch ein ganz wichtiges Wort vorher gesagt. Achtsamkeit. Ich glaube, dieses Wort wird in unserem Leben noch eine große Bedeutung bekommen, wenn wir uns mit neuen Dingen beschäftigen. Ich wiederhole die drei Begriffe noch einmal. Einmal das Thema Sternensaat, das Thema Lichtsprache und das Thema Zeitlinien. Beginnen wir im ersten Thema, Aurena, eine Sternensaat. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Eine Sternensaat ist eine Seele, die nicht nur auf der Erde war. Ich meine, natürlich, wir sind alle irgendwo Aliens, ja, also Außerirdische. Aber eine Sternensaat hat eine ganz bestimmte Charakteristik, und zwar die inkarniert auf die Erde mit einem sehr hohen Wissen. Also ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele. Arcturianer, Sirianer, Orion,
Venus, Plejaden. Und die haben ganz unterschiedliche Charakteren. Zum Beispiel, wir haben mehrere Leben. Ich kann jetzt in diesem Leben, bin ich in Deutschland geboren. In einem anderen Leben war ich in Ägypten. Davor war ich vielleicht ja, bei den Mayas. Und die Sternensaaten kommen ganz speziell von anderen Planeten oder Sternen hier auf die Erde. Erstens, um sich zu treffen, aber auch diese neue Erde, dieses 5D wie Dora. Also hier zu erschaffen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf das Thema zum Beispiel Arcturianer ein. Die Arcturianer kann man auch nachlesen. Im Englischen gibt es viel mehr und deswegen war es mir so wichtig heute, einfach bei euch ja, ja, dass ich auf der, also dass ich in eurer Show bin, ja, oder bei euch jetzt im Studio hier mit euch reden darf. Die Arcturianer zum Beispiel, die Dolores Cannon, Edgar Cayce, ganz altes Medium, hat von den Arcturianern schon gewusst. Die Arcturianer, Arcturus ist ein Planet, wo ganz viele, ganz typisches Merkmal, blaue Haut, blaue Energie, blaue Aura, die Indigos könnten in die Richtung gehen. Die sind hier, um neue Technologien in die Welt zu bringen. Ich habe zum Beispiel im Labor gelernt, ich bin gelernte Laborantin, ja, also mal nur so zu meinem Hintergrund. Die Arcturianer sind ganz stark, also neue Technologien, sind inkarnierte Meister, haben ganz viel Wissen, was sie an die Menschen bringen. Es ist denen unglaublich wichtig, zu heilen, mit Lichtcodes, mit Lichtsprache, da gehen wir dann gleich drauf ein. Manche fangen dann an, also was ich hatte, als ich Aktivierungen hatte, da kommen wir dann auch gleich dazu, dass mein Körper anfängt zu wippen oder ich anfange, eine Sprache zu sprechen, die ganz anders ist, wo keiner was damit anfangen könnte. Ich hatte dann auch Klienten oder dann meine Hand komische Bewegungen macht. Ich arbeite nur über die Ferne, ich mache keine 1-zu-1-Sitzungen mehr. Super stark telepathische Kommunikation. Das ist so Sternensaat, wir haben unglaublich hochmediale Fähigkeiten. Telepathie, hochsensibel, wir brauchen wirklich organisches Essen. Also für mich, ich brauche ganz viel frisches Essen. Ich merke das sofort, wenn ich kein gutes Wasser habe. Ich habe immer hier Kristalle, ja. Also nicht super viel, aber ich habe ein paar bei mir und die helfen mir einfach. Ich arbeite mit Kristallen, mit Frequenzen, mit Farben, ich male Bilder, ich habe Pflanzen in meinem Zuhause. Solche Sachen sind für uns ganz, ganz wichtig. Und wir wissen Dinge, bevor sie passieren. Wir reagieren auf unser Umfeld, wir brauchen eine gute Energie. Also das ist so Sternensaat, ja. Wenn du noch eine Frage hast, bitte frag. Ja, ich habe ja auch das ganze Thema verfolgt. Indigo-Kinder, dann gab es Kristallkinder. Man spricht jetzt von der neuen Generation des Lichts. Ich habe auch dürfen Menschen kennenlernen, die über Fähigkeiten verfügten, wo ich immer nur gestaunt habe, bis ich irgendwann erfahren habe, dass diese Fähigkeiten in uns allen wohnen. Und Menschen wie du gekommen sind oder die Aufgabe übernommen haben, den anderen zu zeigen, wie sie die innenliegenden, verborgenen Talente hochholen können, um in der neuen Zeit zu agieren. Ist das so eine Thematik, die du, ich nehme mal diese Bezeichnung Life Coach, da geht es nicht darum, Menschen zu sagen, wie sie Geld verdienen können, erfolgreich ihr Leben bestreiten oder was auch immer machen. Nein, in der Zukunft, glaube ich, ist die Aufgabe von Menschen wie dir, uns im Inneren zu informieren, uns zu sagen, was alles in uns ruht, welche Fähigkeiten und Talente da noch nie angenommen wurden und umgesetzt. Ist das dieser Wandel, von dem alles spricht, dass es gar nicht so im Außen ist, sondern dass der Wandel eigentlich in uns, in unsere Stärken und Kräfte geht? Ja, also da zum Thema Zeitlinie, also gerade wir Sternensaaten, ich möchte aber ganz kurz sagen, wenn wir einen Pianisten haben, also wir haben 5 Pianisten, der eine muss es lernen, der eine ist dazu geboren, der andere hat viel Geld und macht viel Unterricht und ist gut. Der eine ist grottenschlecht, aber ja, er macht halt Spaß. Jeder hat
eine bestimmte Gabe, Piano zu spielen, aber nicht jeder ist wirklich dazu berufen. Und das Gleiche ist auch mit den Sternensaaten oder mit den Heilern. Ich finde das immer, nur weil man eine Schule besucht, heißt es noch lange nicht, dass du dazu berufen bist, ein Heiler zu sein oder ein Coach oder was auch immer. Das muss wirklich, ich bin da reingeschubst worden, ich wollte oft gar nicht in den Ländern sein, wo ich bin, bis ich irgendwann kapiert habe, wer ich bin. Und das war ein langer Prozess, weil, und jetzt hier das Thema Zeitlinie, ich bin in einem gewissen Umfeld aufgewachsen, mit gewissen Glaubensmustern, in einer gewissen Kultur, mit gewissen Religionen. So, jetzt wachsen wir auf, der Körper speichert Informationen, wir bestehen aus Wasser. Und Dr. Emoto, wir haben alle gelernt oder viele lernen noch, Wasser ist Information. Wenn du Wasser mit Liebe informierst, ist es wunderschöne Kristalle. Wenn Wasser mit Hass programmiert ist, ist es ein deformierter Kristall. Das heißt, unser Körper ist krank, wenn wir ungesunde Frequenzen in uns haben, aber wir sind von innen her so stark, wenn wir frei sind von Kultur, Religion, Scham, Schuld, Hass auf andere Kulturen, Rassismus, ja, das sind Sachen, das sind Faktoren, die in uns, in Faktoren, die uns in einer gewissen alten Zeitlinie gefangen halten. Das heißt, wo wir limitiert sind, wo wir nicht in der Fülle sind, das sind wichtige Sachen. Und wenn man in die neue Zeitlinie geht, das heißt wirklich diese Herzenergie, die Themen anschaut, die Schattenthemen, das innere Kind, die Traumen vom Krieg, ja, ich meine, mein Papa war ein Krieg, Hautfarbe, Kultur, Religion, streng katholisch erzogen worden, Sexualität, lasse ich das los, ist unbekannt, neues Territorium oder wie man sagt, dann in die neue Zeitlinie und dann kann ich selber mein Erschaffer sein, ja, die Erschafferin, dann bin ich die Göttin, der Gott auf der Erde, wo man ja sagt, die Außerirdischen sind ja auch die Götter, ja, so sozusagen. Aber toll erklärt, ganz toll erklärt. Danke. Und liebe Zuschauer, mir fiel das auch ganz schwer, am Anfang zu begreifen, was das ist, eine Zeitlinie. Aber jetzt habt ihr es verstanden. Wenn du in alten Strukturen läufst, also deine Glaubensmuster, wenn du nicht arbeitest, gibt es nichts zu essen. Das ist ja so eine Geschichte, die auch bei uns sehr breit verbreitet ist. Jetzt setze ich mal einen Satz dagegen, der aus der Bibel stammt, der heißt, er weidet mich auf einer grünen Aue, auf dass es mir an nichts mangelt. Widerspricht sich ja komplett. Der eine sagt, wenn du nicht schaffst, kriegst du nichts zu essen. Und der andere sagt, du musst gar nicht arbeiten, weil die Erde nährt dich. Ja, was ist denn jetzt richtig? Schaut, wenn ich jetzt auf dieser Linie marschiere, werde ich im Leben immer nur mit Dingen konfrontiert, die in das von mir erschaffene Glaubenssystem hineinpassen, entweder im Positiven oder im Negativen. Und jetzt kommt genau das, was die Arena uns eben versuchte zu erklären. Die Zeitlinie wechseln heißt innen drin auch deine Einstellung verändern, deine Sicht aufs Leben. Wenn du diese Sichtweise auf dein Leben veränderst, gehst du in eine andere Position. Und plötzlich sind Ereignisse, die im alten Wandel, wo du noch mit Glaubensmuster und Konditionierungen behaftet warst, weg. Und plötzlich gehen Bereiche in deinem Leben auf, so wie es die Arena. Schaut euch ihr Leben an, das ist klassisch. Könnt ihr euch die Arena als Chemielaborantin mit weißem Kittel vorstellen, die wie ein Zauberlehrling da irgendwas zusammenrührt? Also ich nicht. Das ist sie nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie sowas macht. Aber viele von uns haben irgendwann Berufe gemacht, die wir heute nicht mehr tun. Auch ich, meint ihr, ich würde heute noch große Konzerne restrukturieren? Nein, habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil es das gar nicht braucht. Aber das ist Entwicklung und der müssen wir offen gegenüberstehen. Und dann können wir den nächsten Schritt machen. Jetzt möchte ich noch zu einem Thema kommen, was mir ganz wichtig ist. Ich weiß über meine Kollegin, die Ivana, ihr seid schon sehr lange im Kontakt. Ich kenne auch die Fähigkeiten von der Ivana. Und ich sehe, wie viele Menschen heute eigentlich einen Coach benötigen. Nicht, weil sie nicht in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Nein,
weil sie neue Informationen nicht haben. Und da gibt es einen Mann, Ivo Sasek heißt er, der auch viel für die Aufklärung tut, der irgendwann mal gesagt hat, im Menschen gibt es ein Wahrheitsgen. Aber das kann nur dann zum Ausdruck kommen, wenn er zu einer Entscheidung auch alle Informationen hat. Wenn ich ihm einen Teil der Informationen vorenthalte, kann er sich gar nicht entscheiden, wie will das denn gehen. Und das ist genau das Thema. Und erkläre uns bitte mal, Aurena, wenn du Menschen betreust, coachst, begleitest, und wo geht es denn hin? Wo sind die Ansatzpunkte, wo die Menschen immer zu dir kommen und ihre Themen nicht selbst in den Griff bekommen? Okay, also wichtig ist, ich arbeite nur online. Ich mache keine Videocalls, weil ich so super sensibel bin, dass ich sofort die Themen von den Menschen kenne und spüre und weiß. Und wenn die mir dann noch erzählen würden, was denen ihr Thema ist, dann ich wäre fertig mit der Welt. Also das will ich nicht, brauche ich nicht und ist auch nicht die Zukunft. Die Zukunft ist wirklich, wir wissen, wir sind, wenn zu mir jemand sagt, ja, dann bin ich doch in einem Glashaus da hier und ich habe doch nichts zu verbergen, wo ist denn das Problem? Und du hast auch keine Steine zum Werfen. Genau. So, also das heißt, ich arbeite über Nacht, weil dann fährt so der Verstand, die Kontrolle, ja, dieses, das fährt runter. Was ich mache ist, ich sage den Menschen, was ich sehe, was das Thema ist. Also kannst sagen Channeling, aber ich verstell mich nicht, ich bin immer noch ich kriege die Informationen. Ich verbinde, also eine Seelenflüsterin. Deine Seele sagt mir, was los ist. Dann kriegst du von mir eine Hausaufgabe, weil ich will... Ich bin kein Guru und ich will keine Menschen, die von mir abhängig sind. Wenn ein Mensch mir 5 Fragen stellt, dann sage ich, wie viel kannst du davon selber beantworten, wenn du mal in dich hineinhörst? Ich werde immer wieder dich auf dich selber zurückschubsen. Ich werde dich motivieren. Ich werde auch manchmal knatschig. Ich werde auch manchmal streng. Ich bin so, wie die Seele das mir gerade sagt, was du brauchst. Was ich mache ist... ich löse mit dir Implantate raus. Und das ist auch wieder so ein Thema, dieses Implantate. Implantate können uns schützen, so wie unser Verstand uns schützt. Warum sollst du dein Ego abschalten? Das ist für mich auch immer so. Warum müssen wir immer irgendwas wegschubsen oder ausschalten? Warum können wir nicht damit arbeiten? Unser Verstand ist genial und er hilft uns, logische Schlussfolgerungen zu haben, Dinge zu ordnen, Dinge in Handlung zu bringen. Wenn wir mit unserem Verstand arbeiten, der uns ja nur beschützen will, wir unser Herz heilen von Traumen, von Glaubensmustern, die wir gelernt haben, dann haben wir doch die Chance, wirklich in Heilung zu gehen. Dann fange ich an, mich selber zu fühlen und zu erkennen, was will ich, was brauche ich, von was bin ich abhängig? Brauche ich wirklich 10 Tassen Kaffee am Tag? Oder bin ich in Wirklichkeit so müde, dass ich eigentlich schlafen sollte? Komme ich mit meinen Emotionen klar, mit diesen medialen Fähigkeiten, die ich ja so lange weggedrückt habe, aber die mich so überwältigt haben, weil ich geliebt werden wollte, weil ich so sein sollte wie jemand anderes? Das sind so Punkte, die schaue ich dann an und dann habe ich halt Sachen wie Sternensaatenaktivierung, wo ich helfe Menschen, ihre medialen Fähigkeiten wieder zu aktivieren. Aber dann muss ich ganz klar sagen, nicht wie bei Reiki, ihr lernt eine Technik und dann macht es jeder. Nein, ich schaue wirklich, dass das individuell ist und dann kann sich das wirklich so zeigen, dass du ganz andere Fähigkeiten hast wie Max Müller oder Petra Mayer. Und das ist für mich dieses ganzheitliche, so wie du bist, individuell. Einzigartig. Und das macht dann die Welt zu einem wunderschönen Bild und Puzzle und ein Miteinander. Das ist, wie ich arbeite. Also, ich habe dir jetzt so begeistert zugehört. Warum? Ich habe viele Seminare in meinem Leben besucht. Ich habe mit vielen Menschen mich unterhalten. Wie gesagt, 10 Jahre mache ich diese Sendung. Es wurden über 1500 Folgen schon produziert. Was mir immer wieder bewusst wurde, und wie gesagt, es gibt ja viele spirituelle Menschen und viele Menschen, die in ihrer Entwicklung auch weiter sind wie ich, obwohl das keine Wertung ist, sondern halt nur ein sachlicher Zustand. Aber
Du hast einen Satz eben gesagt, der hat mich so berührt und das ist genau das. Eben sagte die Aurena, sie schuckt euch immer wieder zurück zu euch. Ja, wisst ihr warum? Weil sie nicht der Vorbeter und der Vortänzer ist. Sonst würde sie auf so einem Turm oben stehen und darunter schreien und alle würden ihr hinterherlaufen oder das tun, was sie sagt. Und das ist genau die Zeit, die vorbei ist. Es gibt keine Lehrer und Gurus mehr, es gibt Helfer. Und die Helfer, die helfen zur Selbsthilfe. Also, mache ich ein Beispiel. Wenn jetzt jemand nicht weiß, wie man mit Messer und Gabel isst, dann wird die Aurena nicht hingehen und wird ihn füttern, weil das lernt er sonst nie. Sondern sie wird ihm zeigen, wie er Messer und Gabel benutzen kann, um eigenständig und selbstständig sich irgendwann mit Messer und Gabel ernähren zu können. Und das ist der gravierende Unterschied. Wir brauchen keine Gurus, die uns ein neues System umhängen und sagen, ja, gestern haben wir das gemacht und heute machen wir das. Was ist dann anders? Dann sind wir erstens der Doktrin A gefolgt und jetzt folgen wir der Doktrin B. Was hat sich verändert? Ja, nur der Name und sonst nichts. Aber tun wir das aus uns heraus? Nein, wir folgen wieder anderen Lehren und anderen Meistern. Und was hat Aurena eben gesagt? Alles liegt in uns. Wir müssen es nur ausgraben und mal gucken, was da für Schätze vorhanden sind, die wir noch nie vorher gesehen haben. Und deswegen ist für mich dieses Thema Lebensberatung, Life Coach, ein ganz, ganz spezielles jetzt. Und ich erkenne auch ganz klar, wo ist der Lehrer? Wo ist der, der verstanden hat, dass er nicht Anweisungen gibt, sondern Hilfe zur Selbsthilfe? Und da bitte ich dich nochmal, Aurena, das ein bisschen zu definieren. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin einer, der kommt auf dich zu. Ich war mein ganzes Leben Manager und Finanzen und Betriebswirtschaft und Juristik und richtig Rambazamba. Und plötzlich merke ich, das funktioniert alles nicht mehr. Die Problematiken in meinem Leben sind immer stärker. Ständig habe ich Theater mit dem und mit dem, weil ich gelernt habe, mich auseinanderzusetzen, also zu streiten. Das geht vielen Menschen im Moment so, dass sie merken, die alten Systeme funktionieren nicht mehr. Was wäre denn jetzt angebracht? Da ist mir eins gerade klar geworden. Also ich habe die Gabe und die Fähigkeit und das ist echt ein Geschenk und ich habe das, weil ich damit umgehen kann und weil ich gelernt habe, damit umzugehen und das ist wichtig. Wissen ist Macht und Macht ist dann machtvoll und kraftvoll, wenn es aus der Liebe kommt. Und ich darf Menschen sehen, wie sie sind. Ich darf an Themen ran. Wenn einer das Thema hat, ich kann nicht heilen oder eine Blockade und ein anderer Heiler kommt nicht ran, dann ist es, weil der Mensch sich schützt. Warum? Nicht, weil er in dem Alten hängen bleiben will. Ja klar, manchmal wollen Menschen nicht heilen, dann müssen wir das respektieren. Aber ich kriege innerhalb von Sekunden, darf ich Themen sehen, das ist so eine wunde Stelle und das ist so ein Knackpunkt, wo man tief heilen kann. Weil ich von meinem Herzen aus arbeite. Wenn Menschen immer sagen, ja, Gabe, ja, wie machst du das? Sag ich, ich weiß nicht, das ist halt so. Das ist für mich ganz normal. Es kommt aber absolut von Herzen. Und dann darf ich zum Beispiel, ich arbeite ja auch wirklich mit Politikern, mit Geschäftsleuten. Ich habe David Garrett schon, ja. Also, wo ich dann Menschen sehe mit ihrer Seele, Körper, Geist und Seele, deswegen ganzheitlich. Ich gucke dann nicht nur, ja, der hat ein Implantat, sondern was steht denn dahinter? Ja, der hat eine gewisse Struktur. Ich merke, bei dir spüre ich, du hast ein unglaublich liebes Herz. Da ist aber natürlich diese Struktur, das ist ja noch da. Ja. Und dann hat man so gewisse Verhaltensweisen, wo man sich schwer tut abzulegen, weil da ist ja noch ein Schutzprogramm. Und dieses Schutzprogramm läuft nicht, weil es böse ist, sondern weil dein Körper sagt, ich muss das machen, weil ich möchte ja sicher sein, ja, so wie ein Ritter eine Rüstung hat, weil wenn er einen Krieg sieht, ja, dann will er sich schützen. Ja. Die Frage ist aber, brauchen wir dieses Programm noch? Was habe ich für Menschen in meinem Umfeld? Habe ich die richtigen Menschen? Also auch Familie, ja, Sternenzarten ganz oft. Ich liebe meine Familie und wir sind in Kontakt und die verändert sich mit mir mit, umso mehr ich mich offenbare, umso mehr gehen die mit, aber ich merke, meine Familie sind oft die totalen Strangers, die ich gar nicht kenne. Und es ist wie, wenn wir uns schon immer kennen würden und wir sind füreinander da.
Und dann brauche ich dieses Schutzschild nicht, dann kann ich sein, wie ich bin. Also das heißt, Umfeld aussortieren, habe ich in meiner Wohnung auch Gegenstände, die ich gar nicht brauche, die mich belasten, die von mit alten negativen Erinnerungen verbunden sind. Das hat immer was mit Ausmisten zu tun. Also ich sage immer, weniger ist mehr. Und das sind lauter so Sachen, um zu heilen, musst du nicht die Welt bewegen. Aber wenn du eine Kleinigkeit in dir veränderst, ein Verstehen, dann kannst du etwas loslassen und dann dadurch heilst du. Weil du eine Kleinigkeit für dich veränderst in Liebe zu dir und nicht etwas tust für jemand anderen. Arina, ich danke dir. Du bestätigst genau das, in dessen Prozessing ich gerade mittendrin bin. Exakt das läuft. Loslassen heißt das große Thema. Und ich sage den Menschen immer, schaut, ich bin 64 Jahre alt. Also ich war schon ein paar Tage auf diesem Planeten und bestimmt nicht untätig. Nein, man hat mal zu mir gesagt, Norbert, du führst ein Leben auf der Überholspur. Es hat mir auch gefallen und ich bin ein dynamischer Mensch und Geschwindigkeit ist auch für mich keine Hexerei. Aber ich habe auch gemerkt, dass man nicht alles haben kann. Und wenn man sich für dieses Leben, wie ich mich entschieden habe, entschieden hat, bleiben auch andere Dinge auf der Strecke. Was war es bei mir? Meine Familie. Wenn du dauernd unterwegs bist, hat deine Familie nichts von dir. Ich habe gedacht, das wäre meine Aufgabe, das muss ich. Heute weiß ich, ich hätte meine Prioritäten vielleicht sollen ein bisschen anders legen, wobei ich nicht mit mir hadere. Aber das ist Entwicklung. Und Entwicklung heißt auch, sich eingestehen zu können. Und wisst ihr da draußen alle, für mich ist es heute ganz einfach zu sagen, das habe ich früher so gemacht, dann habe ich festgestellt, es gibt einen anderen, für mich einen besseren Weg, bin dann den gegangen mit dem Ergebnis. Und jeder Mensch hat das Recht, sich weiterzuentwickeln. Und wenn er 20 Jahre einer Meinung war, darf er im 21. Jahr auch eine andere haben, weil sonst würde er nämlich stehen bleiben. Und Evolution kann so nicht funktionieren, da sie einer permanenten Weiterentwicklung unterliegt. Arina, du sprichst mir aus dem Herzen. Jetzt stellt sich natürlich noch eine Frage. Du sitzt im schönen Mexiko wahrscheinlich unter der Sonne und wir schnattern hier in der Schweiz. Jetzt können ja die Leute und dann draußen noch große Hysterie nicht ins Flugzeug sitzen und morgen zu dir fliegen. Du willst ja auch gar nicht dieses persönliche Coaching machen. Wie geht's denn vonstatten, wenn ich deine Fähigkeiten oder dein Angebot nutzen möchte? Was muss ich als Zuschauer denn tun, um mit dir in Verbindung zu kommen? Also ganz einfach mich über E-Mail anschreiben oder auf meine Webseite gehen. Also an mir ist immer am liebsten, schreibt mir eine E-Mail. Und dann arbeite ich mit euch über WhatsApp. Ich schicke dann Sprachnachrichten hin und her. Und das macht es einmal persönlicher, aber dann habt ihr euren Raum, ihr könnt euch ausruhen, weil ich muss echt sagen, wenn ich mit einem Klienten arbeite, das ist super intensiv. Ich arbeite auf Körper, Geist, Seele-Ebene, innere Kind, frühere Leben, intergalaktisch, also auch andere Planeten. Ahnensystem in einer Sitzung. Das ist echt unglaublich geballt. Es ist sehr intensiv und deswegen habe ich bestimmte Sachen wie in die Natur gehen, schwimmen gehen, für 2 Tage sich wirklich vegan ernähren, dass der Körper dann sich ausruhen kann und nicht so auf das Essen fixiert ist. Ich sage, dass er nicht so sehr auf das Essen fixiert ist, dass sich diese Dinge, diese Bedürfnisse verschieben sich plötzlich. Übrigens merke ich auch. Ich mache nicht was Alpha. Ich sage immer, ich bin immer 10 Jahre voraus. Ich höre mir das nicht an, was Menschen sagen, weil es ist ein Heilprozess. Da geht Heilenergie zu den Menschen. Und umso mehr du redest, umso weniger kannst du ja empfangen, weil das geht raus. Du gehst nicht in deinen Prozess, umso weniger du redest. Musst du fühlen, was passiert. Du bekommst aber dann von mir die Hausaufgabe, um das dann rauszulösen, ob während ich mit dir energetisch natürlich auch noch begleitend arbeite. Du lernst dabei, dass du wirklich für dich sorgen kannst. Was kannst du tun, wenn es dir nicht gut geht? Also es ist wirklich in deiner Kraft sein, deine Fähigkeiten leben. Es ist ganzheitlich, es ist wirklich dein Schöpfer, du als Schöpfer, du Schöpfer sein. Ja, das ist was ich mache. Also, dann bist du ja gerade zur richtigen Zeit
an der richtigen Stelle, jetzt, wo es darum geht, dass die Menschen ihre Schöpferkraft in sich entdecken. Und da gibt es ja auch noch den Satz, deine Gedanken erschaffen deine Welt. Das sind alles Dinge, die haben wir zwar schon gehört und die lese ich oft als Zitat, aber verstehen wir sie wirklich? Wissen wir wirklich, was damit gemeint ist? Und deswegen, liebe Zuschauer, ist es mir heute wichtig gewesen, Ihnen Aurena vorzustellen, denn es geht nicht darum, dass jemand zu mir kommt und mir Händchen hält und sich 2 Stunden, wie sie gerade sagt, mein Blabla anhört, weil wo bin ich denn dann? Auf der Ebene des Problems. Und was haben wir gelernt? Auf der Ebene der Probleme finden sich keine Lösungen. Und wenn einer sagt, sitz hin und red mal über dein Problem, sage ich, das kann ich sein lassen, kommst nie zum Ergebnis. Sitz hin und red über die Lösung. Hast einen ganz anderen Ansatz. Und da sind wir. Und die Aurena ist jemand, der spürt. Nur wenn ich mit ihr spreche, sie weiß, wo mein Problem liegt. Das wird sie natürlich in der Sendung nicht sagen. Soll sie ja auch nicht. Aber, genau. Wir werden gleich nochmal sprechen und es geht mir darum, den Menschen Möglichkeiten zu präsentieren, wo ich Wege finden kann, wie ich mich weiterentwickeln kann, unter der Voraussetzung, ich will das. Der freie Wille des Menschen ist unantastbar und das müssen wir immer in den Vordergrund stellen. Aurena, genau. Unsere Zeit ist um. Das heißt, im Moment von der Sendung, ansonsten nicht. Ich werde im Nachhinein, bitte bleib noch in der Verbindung, noch einmal kurz mit dir reden. Mir kam da eine fantastische Idee während der Sendung. Ich danke dir für die Zeit, dass du unseren Zuschauern hier in der Schweiz und in Europa die Möglichkeit gibst, das zu erfahren und dass sie mit dir auch in Kontakt treten können. Erstmal für alle eine schöne Zeit dir und dass alles dir gelingt und viel, viel Freude du hast bei dem, was du tust. Dankeschön. Ich möchte nur eine Sache noch sagen. Ihr könnt den Himmel auf der Erde haben, egal wo ihr seid. Und das ist die neue Zeit. Das ist 2020. Das ist 5D wie Dora. Der Himmel auf Erden. Ich danke dir, Aurena. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Unsere Sendezeit ist zu Ende. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen, was Sie in Ihr Leben einbauen. Und wie gesagt, unser Ziel heißt, wir wollen die sein, die wir eigentlich sind. Und das ist sehr schön, glauben Sie mir. Bis zum nächsten Mal.